nebligen Sumpf. Oh Gott, ach, die konnte man nicht rammen. Die musste man ja abfackeln, weil die ja viel zu groß sind. Mal gucken, ob Miss Sparks das doch irgendwie mal anzeigen kann. Das wäre toll, weil ein Ähnlichkeit immer zu finden ist richtig, richtig scheiße. Ach, das Level ist das. Das ist auch gar nicht mal so verkehrt, denn hier hinten... Ja, hier sind schon mal Edelsteine versteckt. Und was machst du hier? Wie die Gegner hier eliminieren. Ja, komm ruhig her. Oh, die haben aber Speed drauf. Hohoho. Der eine war aber richtig, richtig eng. Den habe ich auch fast gehabt. Und ich soll so bis auf die Sparks, auf die Libelle aufpassen. Wurde mir als Tipp gegeben. Danke dafür. Ich habe das Gefühl, dass ich vorgelesen den ersten Teil auf jeden Fall schon durchgeballert habe. Damit man auch nichts übersieht. Und hier macht es so Bam, Bam, Bam. Und nochmal Bam. Cool. Und nochmal Bam. Weil dich nehmen wir dann auch noch mit. Die Sachen nehmen wir auch noch mit. Und da drüben geht es nämlich auch weiter. Und das ist nämlich gute Erinnerung. Jetzt habe ich erst hier diese Holzfalle eliminiert und dann den Gegner. Wobei ich es eigentlich andersrum machen wollte. Ja, okay. Also Schnelligkeit ist bei denen nicht wirklich zu empfehlen, sondern die gute Flamme. Moment. Dich mache ich erst platt. Und dich. So, jetzt kann ich mich um euch kümmern. Indem ich erstmal daneben laufe. Geil! So muss das. Kindheitserinnerung. Ja, das passt doch, Spyro. Ja gut, du bist doch nicht so alt, aber... Meine Kindheit ist eigentlich schon vorbei, deswegen, ja, damals, ja, damals war alles besser. So, wo sind die Frösche, die Killerfröschchen, die mir hier den Allerwertesten abschlecken wollen, so ein bisschen wie Yoshi. Die sind so ein bisschen an Yoshi angelehnt, oder? Diese Killerfrösche. Ja, und an was ihr angelehnt seid, weiß ich leider nicht. Ich habe hier keinen Sparks, ich habe hier keinen Sparks, ich habe hier keinen Sparks. Und hier war noch einer, hier war noch einer. Hier war doch vorhin noch einer. Boah, die können sich ja sehr gut tarnen. Ja. Oder man geht drauf und nimmt einen Edelstein mit. Ist auch eine Alternative. Mit dem Tod. Aber hier gab es ja keine wirklichen... Kein Libellenfutter. In Form von Schmetterlingen. Alles klar, so. Cooler Fail. Die muss ich mir rot an die eigene Nase fassen. Okay, also der zweite Tod war jetzt unnötig, weil ich eigentlich gefasst war, was da kommt. An dem laufe ich vorbei und dann bleibe ich auch noch mal ein bisschen stehen. Wir können es machen, wir können es machen. Ich nehme es mit Humor. Ich habe irgendwie das Gefühl, dass ich... Ernsthaft, ich bin an der Kiste vorbeigerammt. Ich bin an der Kiste vorbeigerammt und dann bin ich tot gefallen. Cool! Hey, was ist ein Let's Play ohne Fails? Genau, langweilig. Alter, der tötet ja nur den Frosch. Und wir haben noch 22 Leben. Ich habe auch das Gefühl, dass man hier auch zugeschmissen wird mit den Leben. Okay, ich kann mit Sparks doch ein bisschen was machen. Ich drücke gerade mal den... Okay, so kann man auch gucken. Weil Sparks aber jetzt nicht angezeigt, wo die... Sparks zeigt es auch hier im Original an. Einfach den linken Schulterstick einfach mal reinhalten. Dann zeigt er mir an, wo die Edelsteine sind. Wie wär's mit Vorstürmen und Grillen? Schließlich sind wir Drachen. Die Idee finde ich auch besser. Ah, da hinten kommen wir noch hin. Moment, richtig. Da hinten kommen wir noch drauf. Auch ein bisschen Risiko. Ja, genau. Ja, bam, 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 bam. So muss es abgehen hier. Zwei Edelsteine fehlen und die sind hier natürlich am Anfang des Levels. Das war doch der Anfang, oder? Ja, so ähnlich. Das rate ich euch auch. Wenn ihr wirklich 100% holt, wollt, oder beziehungsweise, es sind ja eigentlich 120 Punkte. Prozent, ich weiß, Punkt ist auch gut. Ich weiß gar nicht, ob die Fähigkeitspunkte dazu zählen. Gibt es da extra Prozente? Ich habe keine Ahnung.
Ach, da hinten liegt der eine Edelstein. Okay, jetzt haben wir den mal von Weitem gesehen. Also, von dem her passt das. Jetzt kommt Baumgipfel oder auch Treetops genannt. Ein Level, was unter Spyro-Kennern sehr scheiße ist. Deswegen müssen wir jetzt mal Feuerspalt in die Kamera. Schön die Edelsteine abfackeln. 7000 hätten wir. Ja, vielleicht kriegt das heute echt nochmal zusammen, das Spiel. Eigentlich wollte ich heute streamen, hab das dann doch verlegt. Auf morgen. Weil ich einfach so Bock auf Spyro hab. Ey, das ist wirklich so alte Kindheit. Ja, natürlich ist es das Level. Auf jeden Fall mit dem Level, ich glaube, da werde ich so mir so ein bisschen die Zähne ausbeißen. Hier gibt es mehrere Rampen. Es gibt auch an einer sehr beschissenen Stelle im Spiel, beziehungsweise in diesem Level, wo man richtig scheiße hinkommt. Ich glaube, da muss man sogar was kombinieren. Also für Neulinge verwirrend. Für einen alten Hase. Wie mich auch halt verwirrend. Der mich jetzt ernsthaft mit seinen scheiß Bananen getroffen. Ist der so flink gewesen? Du auch. Die feiern das echt. Die feiern das, wenn sie mich treffen. Wir sollen nach einer nicht aufhören. Genau, also wir sollen nach einer nicht aufhören. Also einmal hier rüber. Dann hier ist die nächste. Okay, da muss man irgendwie darüber gleiten. Jetzt weiß ich zumindest, wie man da hinkommt. Ich hoffe, dass das so geht. Auf und davon. Ja, genau. Das ist vom Spiel auch gefühlt so gewollt. Ach, guck mal, was wir hier... Da lag ein Schlüssel. Gut, dass wir hier häufiger lang müssen. Ich geh nochmal zurück da hinten, wo der Supersprint beginnt. Weil das ist der Anfang, weil da ist ja auch der Drache. Der Drache gibt uns ja nicht ohne Grund den Tipp. Also von dem her, da wird der Anfang sein. Ah, Moment mal, komm ich von... Ah, ich muss da rüber springen. Okay, alles klar. Habe ich bis gleich wieder vergessen. Okay, ich muss da nach rechts rüberspringen und nicht in diesen Gang hier rein. Philipp ist kurz verwirrt. Also, wir müssen hier rüberspringen. Ja, okay, wir müssen hier rüberspringen. Was habe ich jetzt gesagt? Ja, dann nach rechts rüber. Okay, rechts rüber. Ja, genau, hier hin. Um dann hier rüber zu kommen. Oh ja, dann kommt man hier drauf. Was kriegen wir dafür? Ich glaube nur Edelstück. Der droppt Edelsteine. Genau, und wir oben kommen nur einmal hin. Ja, weil da hinten haben wir begonnen. Ja, genau. What? Spyro! Okay, das ist jetzt nicht meine Schuld, weil ich wollte eigentlich in den Schrulle rein. Das hat man ja auch gemerkt. Okay, der Schrulle hat mich nicht akzeptiert. Ja, das ist genau richtig, weil... Der ist nur für die Truhe da. Der einen Zehner bereithält, weil... Da war das ein anderes Level. Aber erstmal... Komme ich da nicht so normal rüber. Also es ist eine Glanzleistung. Das war jetzt eine Glanzleistung. Ein extra... Da drüben! Okay. Ja, der ist wirklich nur dafür gedacht. Da hinten links. Das bedeutet im Umkehrschluss, ich muss diese Rampe, wo der Drache ist, jetzt als letztes verwenden. Und da ist die Kiste. Oh, da ist die Kiste mit dem Schlüssel. Ich bin gerade ein bisschen ruhig, weil ich gerade am Überlegen bin, wie das wirklich ging. Weil man muss hier wieder... noch mehr kombinieren gefühlt. Aber auf jeden Fall muss ich da drauf. Das ist die Schlussrampe.
Okay, wo wäre ich da jetzt ausgekommen? Ich muss mal gucken, ob ich darf, ob ich da noch mal irgendwo anders hin kann. Machbar, ja. Oder ich bin komplett auf dem Holzweg. Oh, ich habe richtig Respekt gehabt vor diesem Level hier. Nee. Das geht so nicht. Diese Baumgipfel, ey. Und dieser Eid ist von diesem Drache, der mir dann noch fehlt. Von den. Ja, mir fehlt es dann halt einfach. Es geht aber nicht. Ich glaube, ich habe das Gefühl, ich denke gerade viel zu kompliziert. Oder ich gehe auf den Schlauch. Eigentlich hätte ich jetzt gesagt, das geht so. Ja. Darüber und von da muss ich weiterkommen. Ich kann mir das nicht anders vorstellen. Okay, man konnte von da nach da springen, aber das bringt mir auch nichts. Da bringt mir das doch was. Da hätte ich gemusst und da darüber dann da. Okay, ich. Ich glaube, ich habe die Lösung. Ich glaub's, bin mir aber nicht sicher. Ich glaube, ich hab die Lösung. Nee. Das sind die einzigen, die ich hab. Das sind die einzigen, die ich hab. Wie komme ich auf diese Rampe? Klar, von hier oben ist einfach. Was ist das Rätsels Lösung? Ich komme da jetzt nicht drauf. Ich habe das Gefühl, dass ich das leider nachgucken muss. Hier, meine Freunde. Ich glaube, ich werde mir mein eigenes Let's Play mal nachgucken müssen, wie ich hier unten hingekommen bin mit Speed. Weil da habe ich momentan keine Lösung für. Ganz einfach. Ganz einfach. Es ist so einfach, aber man denkt da einfach nicht dran. Man kann ja auch in die andere Richtung laufen. Das wäre eine Option gewesen. Ja, Spyro langweilt sich, ich auch. Und ihr euch auch. Es ist echt einfach. Okay, man fährt hier rüber. Geht dann hier rüber. Springt dann hier rüber. Springt dann hier rüber. Dann bist du auf dieser Plattform. Und dann sollte es eigentlich reichen. Nein, natürlich nicht. Aber das ist der Weg. Das ist der Weg. Total einfach. Einfach, aber trotzdem scheiße schwer. Ey, da kann man sich echt gerade dämlich vorstellen. Das sieht man doch. Ja, ich habe mir auch gerade gedacht, das sieht man doch. Das war der Hammer, Spyro. Du hast viel gelernt, seit du ein junger Gleiter warst. Naja, du hättest dir einen leichteren Ort zum Festsitzen suchen können. Das auf jeden Fall. Da sind wir uns sogar mal einig, ey. So, zwei fehlen noch. Sauber. Level abgeschlossen, Gott sei Dank. Treetops abgehakt. Boah, was für ein Kack-Level. Ja, wenn man es weiß, ist es einfach, ne? Das ist das ganze Leben einfach. Aber wenn man das, da muss ich jetzt echt nachgucken. Ey, das war doch... Oh, das wurmt mich jetzt wieder, leider. Leider. Also, muss ich hier... Ganz kurz... Natürlich hört das nicht auf, wenn ich landen möchte. Ein Schatz. Das finde ich so ein bisschen schade, dass es diese stylischen Edelstein-Animationen nicht mehr gibt. Aber, wo gibt es die Animation? So, alles abgespeist. Vorbereitung läuft und den Boss erinnere ich auch noch relativ gut. An die Level habe ich eigentlich gute Erinnerungen irgendwie. So, fahr das mal mir vorbei. Ach, ihr seid das. Nur mit Metallrüstung dieses Mal. Da kommen wir auch noch hin. Jawohl, schöner Tritt in die Eierlein. Kurz gucken. Ja, ich wusste es doch irgendwo. Bevor ich hier nochmal hin muss. Holen wir uns hier wirklich alle Edelsteine, die es hier gibt. Ja, auf der anderen Seite hätte man auch runterkommen können. Da sind auch nochmal Kisten, die ich nicht mitgenommen habe. Also, das geht ja gar nicht.
Da liegt ein Fünfer noch. Das war doch der Anfang. Am Anfang liegt ein Fünfer, also Sparks. Das ist unfassbar. Also Sparks schicke ich nach dem hier, nach dem Abenteuer erstmal in Rente. Der braucht Urlaub. Oder was zu essen. Daran könnte es auch scheitern. Runde 2. Oh shit. Das war's, glaube ich, mit der Errungenschaft. Ja, die man bekommen kann. Okay, der hat keine Spannung gerade. Der auch nicht. Jawohl. Hey, Töker, bist down. Oh, sind nämlich auch nochmal ein paar Edelsteinchen. So. Sparks, ich hoffe, du nimmst sie alle mit. Hey! Guter Mann. Gute Libelle. Natürlich nicht. Okay, du sagst, kann man hier durch? Nein. Hätte ja klappen können. Hier soll noch einer liegen. Jetzt habe ich natürlich einen Sparks, um zu gucken, wo der liegt. So muss das. Aber er hat mir gezeigt, hier in dem Gebäude. Jo, da hinten. Hat Sparks doch nicht alles gemacht. Der Knabe hört nicht. Der Knabe hört nicht. Die Libelle hört nicht. Die muss ich nochmal neu erziehen. In die Traumweber. Man kann natürlich noch überall hinreisen. Man kann aber auch über das Handbuch reisen. Das funktioniert auch. Deshalb muss man sich eigentlich normalerweise erst im dritten Teil freischalten. Relativ spät. Nachdem man eigentlich alle drei Teile komplett hat, macht man das. Dass man diese Fähigkeit bekommt. Die Welt ist der Traumweber. Das sind so, ja, Tagträumer. Tagträumer, ja, das passt. Träumer, die weben nicht. Sehen aber komisch aus. Tschüss, tschüss, tschüss. Ja. Ja. Vergebliche Mühe, ja, genau. Wahrscheinlich, weil man die drei hier erledigt hat, gibt es diese Trophäe. Die Narren in dieser Welt sind unbesiegbar, aber das heißt nicht, dass du sie nicht angreifen solltest. Das hört sich doch gut an. Ja, genau, weil die haben einen Timer. Da hoch muss ich doch noch kommen. Moment, Moment, Moment. Ja, stimmt. Hier sind ja noch zwei kleinen. Hast du mich jetzt ernsthaft gepackt? Das ist unfassbar. Der hat mich nicht mal gesehen und packt mich direkt. Ey, was für eine Unverschämtheit. Ich glaube, in den Hauptwelten gibt es überall nur 300 Edelsteine, wenn ich das jetzt richtig gesehen habe. Genau wie bei den Flugleveln, das ist später 400. Oh, Gottes Willen. Oh, ich erinnere mich. Oh, ich erinnere mich. Oh je. Ich glaube, hier sollte man auch etwas kombinieren. Die Helikopter finde ich genial. Ja, von wo kam ich jetzt? Und da ist eh noch einer, okay. Wir fangen eigentlich an mit... ja, Lichter und Kisten. Oder... ja, man sollte es kombinieren. Man sollte das kombinieren, dann geht es einfacher. Ah. Okay, die letzten zwei Kisten sind ein bisschen scheiße platziert. Und dann, glaube ich, geht's nach links durch den Tunnel. Aber da müssen wir erstmal hinkommen. Zu den Fässern. Ich mach erstmal die Fässer. Moment, ich mach das jetzt mal genau andersrum. Und da hinten die eine auch noch. Mach an und jetzt gegen. Gegen die Fahrtrichtung. Jawoll! Dann funktioniert die Scheiße auch relativ einfach. Woo! Letztes Fluglevel erledigt. Ich bin zufrieden. Ich bin glücklich. Ich bin glücklich. Er sammelt es doch ein, wenn du schon direkt daneben stehst. Ich mag das irgendwie, wenn er von vorne ist. So einmal, zweimal und dann... warte. Einmal richtig schön mit dem Feuer in die Flamme rein. In die Kamera rein. Die Flamme in die Kamera rein, Spyro. Go, go, go. Guter Mann.